Ja, wollen wir jetzt der Torschütze zum 1:1. Pascal Schiller, vielleicht erstmal, wie das Tor gefallen ist. War ja eine super Druckphase von euch und folgerichtig der Ausgleichstreffer. Ne? Schiller, mal kurz, wie es dazu gekommen ist. Ja, wir hätten schon vorher eigentlich 1-2 Tore machen müssen. Wir hätten 4-5 Dinger auf das Tor, die der Torhüter gut hält, wo wir eigentlich ein Tor schon vorher machen müssen. Dann spielen wir aber konsequent die Angriffe weiter. Simon spielt mich schön rüber und ich muss das Teil nur nach vorne reinmachen. Zu dem Zeitpunkt hätten wir auch mal 2-3-1 führen können, aber ist nicht so. Ja, es war ja ein Wahnsinnsspiel. Ihr habt in der 5. Minute in der Nachspielzeit ausgeglichen. Ja. Hattest du da noch mit gerechnet? Am Ende war Harte Koblenz schon mehr zuzusetzen gehabt, dann am Ende der regulären Spielzeit, ne? Ja, auf jeden Fall, aber wir haben an uns geglaubt bis am Ende. Ich glaube, das hat man auch gesehen. Zwischenzeitlich haben wir uns ein bisschen weit hinten reinfallen lassen, aber am Ende haben wir nochmal einen Waagschale gelegt und bin ich auch verdient, das Unentschieden gemacht. Ja, und am Ende, was überwiegt jetzt, der Stolz oder auch ein bisschen die Enttäuschung, dass es nicht geklappt hat mit einem ganz großen Wurf? Gerade nach dem Abpfiff natürlich die Enttäuschung, aber ich finde, wenn wir das mit in die Saison nehmen, das sollte uns Auftrieb geben und können stolz auf uns sein, aber momentan sind wir, glaube ich, alle einfach nur enttäuscht.